Juni 2021. Die Kleinstadt Espelkamp ist im Ausnahmezustand. Gesucht wird ein bewaffneter Mann auf der Flucht. Eine furchtbare Tat an der Grenze zu Niedersachsen im nordrhein-westfälischen Espelkamp. Auch das Spezialkommando ist im Einsatz. Die Richter haben klipp und klar gesagt, Motiv war Rache. Es gibt bei solchen Verfahren nur Verlierer. Das muss man wirklich sagen. Doch was genau ist passiert? Wir sind in Espelkamp, einer kleinen Stadt ganz im Norden von NRW. Fast 25.000 Menschen leben hier. Auch Sati K. Sie ist 51 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 4 Kindern. Am Vormittag des 17. Juni 2021 kommt sie mit ihrem Bruder nach Hause, hier in einer Reihenhaussiedlung in Espelkamp. Was die beiden nicht ahnen können, in der Wohnung wartet Satis Mann Erkan mit einer geladenen Waffe. Satikas Bruder Muharrem K. öffnet die Tür und gemeinsam betreten sie das Haus. Gegen Mittag hat es hier eine Schießerei gegeben. Die Polizei kommt sofort mit einem Großaufgebot. Auch das Spezialkommando ist im Einsatz. Der Mann schießt offenbar sofort. Der erste Schuss trifft Muharrem K. in den Bauch. Er taumelt in ein Zimmer und hält verzweifelt die Tür zu. Doch der Täter schießt noch 4 weitere Male auf ihn. Muharrem K. stirbt noch in der Wohnung seiner Schwester. Sati K. rennt schreiend aus der Wohnung. In Todesangst klingelt sie an den Türen in der Nachbarschaft. Aber der Täter holt sie ein und schießt von hinten mehrfach auf sie. Sati K. stirbt noch vor der Tür eines Nachbarn. Einer der ersten Journalisten am Tatort war WDR-Reporter Oliver Köhler. Kannst du dich noch daran erinnern, als du hier angekommen bist? Wie war die Atmosphäre hier in Espelkamp? Also ich habe persönlich um 16 Uhr meine erste Schalte in der ersten Sendung gehabt. Mhm. Und da war der Täter noch auf der Flucht. Und es herrschte sogar ein Informationsdurcheinander, sage ich mal. Ne? Also die Polizei hat wenig an Informationen rausgelassen. Mutmaßlich, weil sie auch noch nicht alles wusste, nicht viel wusste. Und dann hat man so hier was gehört, da was gehört. Die Polizei hat so ein bisschen was rausgelassen. Wir hatten auch einen Pressesprecher hier vor Ort. Aber trotzdem war irgendwie das zu ordnen unheimlich schwierig. Ne? Wie kam die Polizei denn später auf den Mann? Also er hat wohl direkt nach der Tat die Schwester seiner Ehefrau, also sprich seine Schwägerin, angerufen und hat ihr am Telefon wohl in einem längeren Telefonat die Tat gestanden. Und so hatte die Polizei zumindest schon mal eine Spur und wusste, nach wem sie suchen müssen. Wann wusste denn die Polizei, wo der Täter ist? Sie hat es, glaube ich, relativ schnell vermutet, auch wenn sie es uns nicht verraten haben. Er hat ja nicht weit von hier im angrenzenden Niedersachsen, ich glaube in Diepenau, Wohnhaus gehabt, wo er mit seiner getrennt von ihm lebenden Frau auch viele Jahre gewohnt hat, mit der ganzen Familie. Und sie haben natürlich vermutet, dass er dahin zurück ist, was ja dann tatsächlich auch stimmte. Und sie haben das Haus wohl auch observiert über mehrere Stunden, bis sie ihn dann ein paar Stunden nach der Tat dann tatsächlich entdeckt haben und dann auch aufgegriffen haben. Dann. Der Täter rast mit seinem Mercedes davon, direkt zu seinem Haus nach Diepenau, 15 Minuten von Espelkamp entfernt. Die Polizei nimmt direkt die Verfolgung auf. 10 Kilometer vom Tatort entfernt will die Polizei den Mann dann festnehmen in seinem Heimatort Diepenau im Landkreis Nienburg. Ein Hubschrauber kreist über dem Wohnviertel. Polizei und Spezialkräfte umstellen das Haus des 52-jährigen Verdächtigen und suchen die Umgebung ab. Zu Fuß flüchtet der Täter aus seinem Haus hier zu einem See in Diepenau, wo er schließlich von der Polizei überwältigt und festgenommen wird. Zu der Tat an sich, es war schon sehr, sehr brutal. Also du warst ja auch später dann vor Gericht, hast das ja alles noch begleitet. Gab es dafür eine Erklärung? Die Richter haben gesagt, das war eine Hinrichtung. Das war getrieben von Zorn, von Rache, weil er eine unheimliche Wut wohl auf seine Frau hatte, weil sie sich getrennt hat von ihm, weil sie einen anderen auch kennengelernt hatte, der in Istanbul lebte, den sie auch wohl regelmäßig besucht hatte schon. Und damit wollte er sich nicht abfinden. Er selbst hat vor Gericht gesagt, das Motiv sei Geld gewesen, weil sie halt Trennungsgeld haben wollte. Aber die Richter haben klipp und klar gesagt, nein, das ist
nicht das Motiv gewesen. Motiv war Rache. Der Festgenommene ist der Ehemann der Getöteten. Doch die Scheidung stand kurz bevor und Sati K. lebte alleine in der Wohnung. Das heißt, ihr Ehemann hatte keinen Schlüssel offiziell von ihrer Wohnung. Den hat er sich nachmachen lassen. Die spätere Auswertung seiner Handydaten ergeben, dass er mindestens eine Stunde in der Wohnung von Sati K. auf sie gewartet haben muss. Ein halbes Jahr später beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter am Landgericht Bielefeld. Sati K. sowie ihr Bruder Muharrem K. hatten Kinder, Familien, die wir für ein Interview angefragt haben, aber die heute nicht mehr über den Fall sprechen wollen. Sie sind aber damit einverstanden, dass wir Georg Schulze treffen, einen der Anwälte, der die Hinterbliebenen als Nebenkläger vor Gericht vertreten hat. Sie haben sich entschieden, heute noch einmal mit uns über diesen Fall zu sprechen. Warum? Mich hat vor allem angesprochen, dass Sie gesagt haben, Sie wollen noch mal die Sicht der Familien, die betroffen sind, darstellen. Und als Nebenklagevertreter war das ja quasi mein Job, den Gehör zu verschaffen. Jetzt hatten Sie ja auch heute noch Kontakt zu Ihrer Mandantin. Wie geht es ihr heute? Die Familie ist natürlich schwer traumatisiert durch das ganze Geschehen, möchte aber ganz gerne einen Abschluss bringen. Also meine Mandantin hat mir heute noch am Telefon gesagt, es ist ja nicht wie bei einem vermissten Fall, der einen weiter quält. Man weiß, was geschehen ist. Das ist so schrecklich, dass man es kaum verarbeiten kann. Aber trotzdem, weil es ein abgeschlossenes Geschehen ist, möchten sie auch gerne einen Abschluss damit machen können. Und das ist der Grund, weshalb die sich entschieden haben, nicht selbst vor die Kamera zu treten. Und wie haben Sie diese Stimmung, dieses Aufeinandertreffen wahrgenommen? Man hat schon gemerkt, dass es eben nicht so ein unbefangenes Aufeinandertreffen von Familienangehörigen ist. Gerade deshalb wichtig zu bemerken, weil nach allen Schilderungen in dieser Familie vorher ein sehr enger Zusammenhalt auch unter den Geschwistern, unter den Neffen und Nichten, also in allen Generationen herrschte. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie den Täter damals vor Gericht wahrgenommen haben? Ich kenne ja nur sein Verhalten in der Verhandlung und da war er einfach distanziert und sehr zurückhaltend. Man könnte jetzt boshaft sagen, emotionslos. Ich kann das nicht glauben, aber es war jedenfalls äußerlich nichts zu bemerken. Man kann das ja auch interpretieren als einen Ausdruck der großen Anspannung. Für ihn ging es immerhin um eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, die das Gericht dann ja auch zu Recht verhängt hat. Hat er Reue gezeigt? Dadurch, dass er eher zurückhaltend war, finde ich, dass man das nicht sagen kann. Es gibt bei solchen Verfahren nur Verlierer, das muss man wirklich sagen. Das Gericht muss erstmal zwei Dinge klären. Was ist das Motiv des Täters und was wirklich eine Affekttat, so wie es der Angeklagte behauptet. Der Festgenommene gibt bei der Vernehmung an, ein Streit mit seiner Ehefrau sei eskaliert. Aber wie glaubwürdig ist diese Geschichte? Die Auswertung seiner Handydaten hatte ja ergeben, er war schon eine Stunde vor seiner Frau in der Wohnung. Das Gericht hat im Prozess immer mehr Zweifel an der Aussage des Täters, es sei im Streit zu der Tat gekommen, denn im Vorfeld soll er seine Frau hartnäckig gestalkt haben. Außerdem hat der Mann die Schwester seiner Frau direkt nach der Tat angerufen und ihr erzählt, was er getan hat. Das Urteil gut 3 Monate später wird deshalb mit großer Spannung erwartet. Der Täter muss lebenslang ins Gefängnis wegen Mordes an seiner Ehefrau und seinem Schwager. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Der 53-Jährige kann also nicht nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden. Die Familie hätte natürlich großes Interesse gehabt, von dem Angeklagten zu hören, was seine wirklichen Motive sind und was ihn bewegt hat, gerade weil er so gut integriert war in die Familie. Das ist offen geblieben. Meine Mandantin sagt, dass sie immer noch das Telefonat, als er sie direkt nach der Tat aus dem Auto raus angerufen hat, dass ihr das jeden Tag durch den Kopf geht und sie sich darüber grämt, dass sie jetzt nicht weiß, was es eigentlich wirklich geschehen. Auch beim Prozess äußern sich die 4 hinterbliebenen Kinder nicht. Eine weitere Anwältin der 4 erklärt das am Tag der Urteilsverkündung so. Sie müssen sich das vorstellen, da sitzt der eigene Vater. So, und egal wie er sein mag, egal was passiert ist, es ist am Ende des Tages halt eben der Vater. Und jetzt irgendwie sich dahin zu setzen und eine Aussage zu machen, in welche Richtung auch immer, davon haben meine Mandanten überhaupt nichts. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Im Urteil heißt es dazu:
Schuldsteigernd wirkt sich der Umstand der Tötung von zwei Menschen aus. Es fehlen ferner die hartnäckige Verfolgung seiner Ziele gegenüber beiden Getöteten und die besondere kriminelle Energie ins Gewicht. Schließlich hat die Kammer die besondere Rücksichtslosigkeit gegenüber den Bewohnern des Hauses sowie die abwertende Haltung des Angeklagten gegenüber den Opfern berücksichtigt. Das heißt, die Kammer begründet ihr Urteil so: Der Doppelmord habe einer Hinrichtung geglichen und der Täter habe seine Frau im Vorfeld hartnäckig gestalkt. Und es sei pures Glück gewesen, dass nicht noch weitere Menschen zu Schaden gekommen seien. Ein Mann tötet seine Frau. Das, was 2021 in Espelkamp passiert ist, ist keine Ausnahme und schon gar kein Einzelfall in Deutschland. Fast jeden dritten Tag tötet ein Mann seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin. Fast jeden dritten Tag. Und das trotz zahlreicher Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren ergriffen worden sind, um Frauen zu schützen. Wie zum Beispiel das Gewaltschutzgesetz, das Opfer vor häuslicher Gewalt und Stalking schützen soll. Mehr zu diesen Maßnahmen haben wir euch in die Infobox gepackt. Schaut da gerne mal rein. Mich persönlich macht jeder Femizid wütend. Und ich frage mich, was muss auf politischer und gesellschaftlicher Ebene passieren, dass endlich jede Frau in Deutschland sicher ist? Wenn euch noch mehr Kriminalfälle aus NRW interessieren, dann schaut euch gerne die Filme von meinen Kollegen und Kolleginnen an. Bis dahin,